Herzlich willkommen im neuen Insel-Info-Center auf der Donauinsel. Ich habe gerade festgestellt, wie ich mich hingesetzt habe, dass wir ja da auch noch im doppelten Sinn sozusagen auf der Donauinsel sitzen, die man hier in ihrer ganzen Länge noch einmal auch anschauen und bewundern kann. Ja, die Donauinsel ist seit vielen, vielen Jahren jetzt schon ein sehr beliebtes Freizeitparadies. Wir haben an starken Tagen bis zu 150.000 Besucherinnen und Besuchern pro Tag und haben uns entschlossen, in diesem Jahr noch ein paar Maßnahmen zu setzen zur zusätzlichen Attraktivierung der Donauinsel. Ursprünglich wurde sie ja als Hochwasserschutz gebaut und heute ist es neben dem Hochwasserschutz, der für viele Wienerinnen und Wiener ja schon selbstverständlich ist, aber auch noch ein eben wichtiges Erholungsgebiet, aber auch ein Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Das komme ich nachher noch ein bisschen zu sprechen. Stichwort heuer ist ja das Jahr der Artenvielfalt und natürlich spielt da auch die Donauinsel eine wichtige Rolle im städtischen Umfeld, weil hier einfach viele Tiere und Pflanzen ihren Lebensraum finden. Ja, das neue Informationszentrum können Sie sich sozusagen selber live schon jetzt anschauen. Soll eben der Ausgangspunkt sein für viele der neuen Maßnahmen, die wir hier jetzt auf der Insel setzen werden. 170 Quadratmeter ist es groß. Wir werden es übermorgen, das heißt am Samstag, auch mit einem großen Fest für alle Besucher und Besucherinnen eröffnen. Beginnt um 11 Uhr und die offizielle Eröffnung wird um 14 Uhr stattfinden. Gleichzeitig werden wir auch den benachbarten Wasserspielplatz für die heurige Saison eröffnen. Und ich hoffe natürlich, dass das Wetter mitspielt und dass wir nicht verregnet werden. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es bis Samstag ein bisschen besser wird. Ja, es wird bei dem Fest natürlich ein nettes Rahmenprogramm geben für alle Altersgruppen, natürlich auch ein spezielles Kinderprogramm. Und man wird auch die Ausstellung sehen können, die Entwicklung eben zum Freizeitparadies, die wird man hier im Infocenter sehen, ein bisschen auch hinter die Kulissen zu blicken, wie das war mit der Entwicklung der Donauinsel in den letzten fast 20 Jahren. Eine weitere Neuerung, die wir heuer im Sommer in Betrieb nehmen und die Sie sozusagen auch schon live hier bewundern können. Es wird ein mobiles Insel-Info-Service geben. Die werden in Zweierteams auf den Elektrobikes, die man auch draußen stehen kann, schon unterwegs sein. Eben ein umweltfreundliches Beförderungsmittel und dient einfach auch dazu, das Serviceangebot auf der Donauinsel noch ein bisschen besser auszubauen, stehen ihm für Fragen zur Verfügung, aber natürlich auch, wenn irgendwann mal ein Mistkübel überfüllt ist oder sonst irgendwelche Dinge sind, dass man die dann gleich melden kann und auch gleich auf schnellem Weg beheben kann. Ja. Also ich freue mich, dass wir eben jetzt unser mobiles Infoservice, die Damen und Herren sind auch schon da und dann auch stehen auch für Gespräche zur Verfügung. Ja, wichtig war es uns auch, die Orientierung ein bisschen zu verbessern auf der Donauinsel. Es wird so, das ist jetzt einmal ein erstes Muster, es wird ein neues Leitsystem geben, das wird auf den Brücken montiert werden, natürlich in wesentlich größeren Größe, also einem großen Format. Soll es also diese Anzeigen dafür geben, wo man sich dann leicht orientieren kann, wo ist die U-Bahn, wo ist die nächste WC-Anlage, der Kinderspielplatz, Wassersportmöglichkeiten, Lokale und so weiter, dass man da wirklich einen guten Überblick hat. Die werden eben, wie gesagt, immer an den Brückenpfeilern auf beiden Seiten montiert sein und sollen zu einer besseren Orientierung dienen. Wir werden noch einige neue WC-Anlagen auf der Donauinsel installieren, also konkret beim Beachvolleyballplatz, bei der Festwiese ab Juli und auch bei dem Familienstrand, auf den ich nachher noch zu sprechen komme. Unser Ziel ist es ja, mittelfristig die WC-Anlagensituation auf der Insel noch wesentlich zu verbessern und zu erneuern. Allerdings ist es uns eben nicht möglich, jetzt alle WC-Anlagen auf einmal zu erneuern, weil das natürlich auch eine Kostenfrage ist. Ja, im Bereich der Sauberkeit wird es 40 neue Dockstations geben, also so Hundesackerl-Automaten sind dann damit insgesamt 70 auf der Insel und wir werden auch Wastewatcher-Schwerpunkttage auf der Donauinsel durchführen. Das heißt, es wird auch auf der Donauinsel dann künftig stärker kontrolliert werden, was die Sauberkeit betrifft und die damit sozusagen in das Gesamtkonzept der Stadt auch noch stärker integriert werden. Ja, ein absolutes Highlight, das wir für heuer noch vorhaben und das mich persönlich auch wirklich sehr, sehr freut, wird unser Familienbadestrand sein, der zwischen der Nordbahnbrücke und der Brigitte-Nauer-Brücke lokalisiert sein wird, 200 Meter lang sein wird. Das wird eben so ein flach, man sieht das hier noch nicht, nein, wir sind da noch bei den Dockstations. Okay, noch, genau, also so wird es ausschauen, es soll ein flach Wasserbadebereich sein, wo man mit den Kindern sehr leicht zugehen kann,
wo es eben flach ist, das nach hinten auch so ein bisschen abgegrenzt ist mit so einer Inselgruppe und wo auch nicht wie sonst auf der Donauinsel vorn direkt am Ufer der Radweg vorbeigehen wird, sondern dieser Weg wird dann nach hinten verlegt werden. Das heißt, man hat dann wirklich eine sehr schöne Spiel- und Planschzone auch für die kleineren Kinder, wird dann hoffentlich auch entspannender für die Eltern sein. Und da soll es eben eine neue WC-Anlage gegeben. Ein Kinderspielplatz ist schon vor Ort und es wird auch so einen kleinen Eisstand oder so, ich sage jetzt Mini-Gastronomiebereich dazu dort geben. Ich glaube, wirklich ein sehr, sehr attraktives, zusätzliches, tolles Angebot, das sich eben vor allem an Familien mit Kindern und Kleinkindern richtet. Das wir hoffen, mit Ende Juni, wenn uns das Wetter weiterhin hold ist, fertiggestellt zu haben. Ja, und ansonsten werden wir natürlich unser Programm auf der Inselseite jetzt noch weiter ausbauen. Das haben wir letztes Jahr schon begonnen. Wir haben letztes Jahr schon 8 neue Einstiegsmöglichkeiten geschaffen auf der Donauinselseite, eben mit Pontons und Stiegenanlagen. Das wird heuer kommen weitere 8 dazu. Das heißt, wir haben dann insgesamt 40 Schwimmpontons und 50 Uferstiegen, die auch jeweils dann ab Mitte, Ende Juni fertig sein sollen. Das heißt, wir haben auch hier noch die Situation verbessert, weil es gerade auf der Inselseite mit den Einstiegsmöglichkeiten ja oft nicht so gut war. Auf der Darmseite haben wir sehr viele Stiegenanlagen, auf der Inselseite, glaube ich, ist es gut, das noch zu ergänzen, aber auch da sind wir mit dem Programm jetzt, glaube ich, durch die 2 Jahre und durch den intensivierten Ausbau haben wir das noch weiter verbessern können. Ja, das ist so dieses Gesamtpaket, das wir für die Donauinsel geschnürt haben im heurigen Jahr, und ich glaube, es führt wirklich dazu, dass die Insel noch attraktiver wird, noch für neue Zielgruppen vielleicht auch erschlossen wird mit der Information, dass wir das Informationsprogramm auch noch, das Informationsangebot noch sehr gut ausbauen konnten und damit wirklich noch eine abgerundetere und schönere und attraktivere Donauinsel für diesen Sommer, wenn dann endlich die Sonne scheint, den Wienerinnen und Wiener präsentieren können.